Wenn wir natürlich wie immer mit ein bisschen Information drumherum starten, bevor wir in eine Demo gehen natürlich, wenn wir uns das dann live anschauen, keine Frage. Aber bevor wir das starten, erst nochmal kurz ein paar Informationen zu den Versionen, natürlich auch mal kurz zu den Preisen. Mein kleiner Funktionsvergleich mit den bestehenden Produkten, die Microsoft im Bereich Projektmanagement ja nach wie vor im Angebot hat. Und mal ein kurzer Blick auf die Datenmengen, also wie viele Tasks und so weiter kann man denn in so einem neuen Projekt jetzt auch planen. Und dann schauen wir uns eine Demo an. Tja, das heißt, Microsoft Project, wie Sie es derzeit kennen, hat dieses wunderbare grüne Logo. Das neue hat entsprechend ein anderes Logo. Das sieht ein bisschen moderner aus. Die Farbe ist geblieben und der Name Microsoft Project ist auch geblieben. Das heißt, wenn Sie auf die Homepage schauen, was wir gleich machen werden, werden Sie nach wie vor den Namen Microsoft Project finden. Wir sprechen, ja, ich sage jetzt mal in den nächsten paar Monaten von dem neuen Microsoft Project vermutlich, beziehungsweise gibt es auch das Thema Project for the Web. Das heißt also, wenn Sie diesen Namen finden, das ist genau das Gleiche. Also vor allem in der Hilfe und in diversen anderen Tutorials, die oder in den YouTube-Teilen, die schon gemacht wurden zum früheren Zeitpunkt, steht überall noch drin Project for the Web. Der eigentliche Name heißt aber Microsoft Project. Vom Abonnement her ist das dann letztendlich Project Plan 1. Und jetzt im Vergleich zu denen, also zu allen denen, die es kennen, Microsoft Project Online im Professional heißt Plan 3 jetzt in Zukunft, beziehungsweise Microsoft Project Online Premium heißt in Zukunft Plan 5. Die gibt es also nach wie vor. Das heißt also, wer bis jetzt Microsoft Project Online nutzt, kann es auch weiterhin nutzen. Das ist, da gibt es genau gar keine Änderung. Es ist also ein Parallelbetrieb von Microsoft vorgesehen. Das heißt also, diejenigen, die ja vielleicht die einfach mal ganz normal weitermachen wollen, weil sie dort schon viel gemacht haben, können auch ganz normal weitermachen. Es gibt kein Ablaufdatum, es ist nichts bekannt, wann Microsoft Project Online beendet werden soll. Es ist aber auf jeden Fall so, dass das neue Microsoft Project for the Web, nenne ich es jetzt mal, entsprechend mit einem ja schon ganz netten Funktionsumfang kommt, aber es kann doch nicht alles das, was Project Online eben bisher kann. Microsoft ist da schwer dran, ganz viele Funktionen einzubauen in der nächsten Zeit, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Parallelbetrieb angedacht. Und das heißt, vielleicht können Sie sich das Neue ja mal anschauen, das Alte sozusagen noch weiter benutzen und je nachdem, welche Funktionen eingebaut werden, dann entsprechend auch umsteigen. Wobei Microsoft auch einen Umstieg anbieten wird. Das heißt also, wenn es soweit ist, dass der Funktionsumfang dann ähnlich ist wie von dem bestehenden Project Online, dann kann man zumindest nachlesen oder wurde auch so in den Partner-Briefings besprochen, dass es dann eine technische Unterstützung für eine Migration auch eines Tages geben soll. Wann der Tag kommt, weiß keiner. Microsoft verspricht daran zu arbeiten und wir kennen alle Microsoft. Da wird immer viel getan, es gibt immer neue Versionen und da geht es immer weiter. Also ja, das wird so sein. Die Frage ist nur noch nicht genau, wann. Was es natürlich auch immer noch gibt, ist der Project Online Desktop Client. Das ist dieser lange Name, der in Wirklichkeit Microsoft Project Standard bzw. Project Professional meint. Also das, was Sie bei Ihnen bei sich am Desktop laufen haben, also das Microsoft Project als Windows-Programm, das gibt es nach wie vor. Das kann man kaufen, kann man mieten und ist für die Versionen Project Professional und Project also Project Online Professional bzw. Project Online Premium auch geeignet. Wir werden aber gleich sehen, dass es derzeit und auch in naher Zukunft keinen Plan gibt, Ihren Desktop-Client mit dem neuen Project zu verbinden. Das heißt also, diese Gruppe, die es derzeit gibt, rund um Project Online im Web bzw. auf dem Desktop, bleibt erstmal in sich geschlossen und das neue Project for the Web läuft komplett parallel dazu. Was es immer noch gibt, ist natürlich auch Project Server in der Version 2019 im Moment für lokale Installationen. Das heißt also, alle diejenigen, die nach wie vor ja, mit bestimmten Projekten nicht in die Cloud dürfen und dementsprechend lokal Projektmanagement mit Microsoft-Technologie machen wollen, können das auch weiterhin tun. Der Project Server 2019 ist seit letztem Jahr am Markt und die aktuelle Version hat einen Support bis September 2024 beziehungsweise einen Extended Support, den müssen wir allerdings extra bezahlen, noch 2 Jahre länger. Also ja, ab heute gesehen haben Sie da so noch gute 5 Jahre Zeit, auch das zu tun. Ob es eine neue Version gibt oder nicht, ist heute nicht klar. Aber heute geht es ja auch um was anderes. Heute geht es um das neue Project for the Web. So, bevor wir uns da jetzt aber in die Details begeben, schauen wir mal auf die Homepage von Microsoft. Also wenn Sie ganz normal eingeben, microsoft.com/project, dann landen Sie letztendlich auf der Produktseite von Microsoft.
Und da ist dementsprechend schon hier unter Microsoft Project, da steht wieder Project for the Web, da steht auch nicht New Project, das heißt einfach Microsoft Project. Da steht entsprechend hier schon daneben ein Screenshot von dem oder ein Mini-Video von der neuen Oberfläche. Und hier unten steht auch direkt gleich mal der Preis. Nutzen Sie es für 8,40 Euro pro Monat. Also wenn man nur das entsprechend nutzen möchte, kostet es 8,40 Euro. Wenn man jetzt mal auf die Liste der sonstigen Angebote schaut hier über Produkte und Preise, dann finden Sie eben genau diesen Project Plan 1 für diesen Preis. Es gibt eben, wie gesagt, nach wie vor Project Online Professional für 25,30 €. Das ist also das, was ein Projektleiter braucht, um seine Projekte zu planen und entsprechend ja ganz normal als Projektplaner zu arbeiten. Und Project Online Premium brauchen Ihre Administratoren bzw. diejenigen Leute, die Ihren Ressourcenpool pflegen. Die, ja, von denen brauchen Sie halt vielleicht ein oder zwei Lizenzen im Unternehmen normalerweise, um diese Sachen zu erledigen. Es ist aber so, dass wenn Sie eine Project Online Lizenz schon haben, dass der Projektplan oder Project Plan 1 mit dabei ist. Also Sie müssen jetzt nicht, wenn Sie das schon haben und das neu ausprobieren wollen, müssen Sie nicht nochmal extra eine Lizenz kaufen, sondern Sie können mit Ihrer bestehenden Project Online Lizenz das neue Project Plan 1 einfach ausprobieren. Ja, den Preis für lokale Lösungen gibt es auch noch, gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wir bleiben bei den Cloud-basierten natürlich, das ist die Zukunft und dementsprechend ja, glaube ich, sollte das ausreichend sein, dass Sie wissen, was es kostet. Sie können einfach sagen, hier jetzt kaufen oder auch jetzt testen. Jetzt testen geht 30 Tage lang, E-Mail-Adresse eingeben und Sie können sofort diese Umgebung einfach mal ausprobieren. Das geht relativ flott, tun sich keinen Zwang an. Microsoft freut sich sicherlich, wenn viele Leute das ausprobieren. Okay, schauen wir zurück zu, und dann schauen wir noch kurz auf unsere Homepage auch, falls Sie da noch weiterschauen wollen. Bei uns auf der Homepage haben wir natürlich auch was dazu geschrieben. Ups, hier unter Produkte finden Sie unten den New Microsoft Project Plan 1. Und wir haben hier diverse Sachen in textueller Form zusammengefasst, ein Vergleichsthema, ein paar Ansichten. Dann haben wir hier unten eben noch die Einbindung in Power BI gezeigt und ein kurzes Conclusio dazu. Naja, und das schauen wir uns jetzt im Detail an, aber nicht hier auf der Homepage, sondern natürlich schön geordnet in PowerPoint. Gut, also das heißt, Sie wissen jetzt schon mal, dass das Neue parallel zu der bestehenden Welt existieren wird. Und was bedeutet das im Detail jetzt? Naja, auf der einen Seite haben wir eben Project Online, wo eben man sich verbinden kann mit dem Project Online Desktop Client, also mit Ihrem normalen Project Professional oder eben ja das, was bei Ihnen am Desktop läuft, sofern es nicht Project Standard ist. Und Sie haben natürlich auch im Web die Gelegenheit, mit dem Project Web Access drauf zuzugreifen. Also da ändert sich erstmal überhaupt gar nichts. Und noch zur technischen Basis ist es so, dass Project Online ja auf SharePoint basiert, während das neue Project for the Web auf CDS basiert, also auf dem Common Data Service. Das heißt, es ist kein SharePoint unten drunter, sondern es ist eben der Common Data Service. Es ist ein sehr frei konfigurierbarer Datenraum, der auch mit Dynamics 365 zusammenhängt darunter. Das heißt, es öffnet sich hier komplett andere neue Möglichkeiten mit Power Apps, auch Anwendungen drumherum zu schreiben. Und wie Sie hier sehen, ist eben hier, also vom Client her, ja der Web-Client letztendlich, der eben hier noch Project for the Web heißt, die Grafik existiert auf der Homepage von Microsoft genauso noch mit diesem Namen, obwohl der Name, wie gesagt, einfach nur Microsoft Project ist in Zukunft. Und ja, die Möglichkeiten hier mit Power BI Reports zu generieren, beziehungsweise Daten aus den beiden Welten in einer Roadmap zusammenzufassen, beziehungsweise auch beide Welten über das Project Home zu erreichen. Das ist so, das heißt also, Sie haben einen Einstiegspunkt, project.microsoft.com, dann landen Sie im Project Home und können von hier aus eben, PWA-Projekte erreichen, so heißen die in Zukunft oder schon jetzt, beziehungsweise normale Projekte, und das sind eben die neuen Project for the Web-Projekte. Ja, falls Sie verwirrt sind von all diesen Namen, merken Sie sich einfach eins, es gibt das Neue und das Alte. Das Neue heißt Project und das Alte heißt Project Online. So einfach ist es. Ja, wie sieht es denn mit den Funktionen aus? Manche von Ihnen fragen sich vielleicht, naja, Funktionen, bevor wir uns die jetzt im Detail anschauen, war da nicht noch ein drittes Produkt? Was ist denn mit Planner eigentlich? Microsoft hat ja vor nicht allzu langer Zeit auch Planner auf den Markt gebracht. Da gibt es ja auch Pläne, Tasks, Boards, also wo ich auch hier Aktivitäten verplanen kann. Und ist das jetzt irgendwie inkludiert? Ist das quasi ein größerer Planner oder was ist das Neue? Naja, ganz einfach, der Planner ist ja, losgelöst vom Project for the Web. Er ist auch losgelöst vom Project Online. Es gibt da keine richtige Verbindung dazwischen, also eine Integration, dass man irgendwie Tasks aus dem Planner mit Project vereinigen könnte oder da irgendwie eine Abhängigkeit herstellen könnte. Das gibt es nicht und es ist auch nicht vorgesehen.
Das heißt, Planner ist nach wie vor vom Funktionsumfang her für einfache Vorgangsplanung, Zuordnung von Personen und das Arbeiten in einer Board-Ansicht gedacht. Weiterer Ausbau, ja, kann ich jetzt dazu erstmal in diesem Webinar nicht viel sagen. Der Planner ist so, wie er ist, da hat sich auch in der letzten Zeit nicht so viel getan. Das ist ein einfaches Taskplanungstool in O365, das aber eine sehr schicke und elegante Oberfläche hat. Und zumindest ist die in das neue Project entsprechend eingeflossen. Da kann ich natürlich genau das Gleiche machen. Aber ich habe halt hier dazu eine Tabellenansicht. Ich habe auch eine Zeitskala, also sprich eine Gantt-Ansicht oder Gantt-Diagramm. Ich habe auch die Möglichkeit, Vorgänge zu verknüpfen und ich habe auch eine einfache Ressourcenplanung. Das gibt es im Planner alles nicht und wie gesagt, es ist auch nicht geplant, dass die zwei zusammenarbeiten. Also unser letztes Briefing hat da jedenfalls keine Neuigkeiten gebracht. Das heißt, Planner bleibt parallel zu den anderen beiden so bestehen, wie er ist. Wird sicherlich auch noch weiter ausgebaut, keine Frage. Aber es ist eben aus unserer Information derzeit nicht vorgesehen, die zwei zu verheiraten oder auch den Planner mit Project Online zu verheiraten, ist auch nicht vorgesehen. Das heißt, wir haben in Wirklichkeit drei verschiedene Produktgruppen, die mehr oder weniger unabhängig voneinander da sind. Sie können sie gemeinsam auswerten in Power BI, das ist das Angenehme an der Sache. Aber Sie können, wie gesagt, jetzt nicht einen groben Plan in Project anlegen und den vielleicht verfeinern mit Details in den Planner. Das geht also aus der Schachtel eingebaut nicht. Wenn Sie sowas machen wollen, können Sie uns gerne ansprechen. Wir können mit unseren Integrationsprodukten das natürlich schon machen, aber es ist aus dem Standard entsprechend nicht verfügbar. So, was kann man denn hier noch Neues? Wir haben hier ja natürlich im Project Online die längste Liste. Das Produkt hat den größten Umfang, ist ja auch schon am längsten am Markt. Aber schauen wir mal, wo endet es denn bei Project eigentlich? Na, bei Project, also bei dem neuen, endet es hier bei einfacher Ressourcenplanung. Eine umfangreiche Ressourcenplanung bzw. umfangreichere Vorgangsverknüpfungen gibt es halt noch entsprechend in Project Online. Also was heißt jetzt umfangreich? Naja, eine umfangreiche Verknüpfung wäre halt mehr als eine Ende-Anfangsbeziehung. Im neuen Project kann man eine Ende-Anfangsbeziehung machen. Also das, was man eh zu 99,9% normalerweise verwendet, ein Vorgang kommt nach dem anderen, kann man schön verknüpfen, geht grafisch wunderbar. Aber Sie können derzeit noch keine Zeitabstände eingeben und Sie können auch keine andere Arten von Verknüpfen pflegen, wie zum Beispiel eine Anfangs-Anfangs-Beziehung oder eine Ende-Ende-Beziehung oder auch eine Sprungfolge. Das geht da derzeit noch nicht. Ob es reinkommt oder nicht, weiß ich nicht. Aber wenn es ein Feature ist, das Sie sich wünschen, dann schauen Sie bitte auf uservoice.com nach und suchen Sie dort nach Project. Sie können dort Ihre Feature-Wünsche hinterlegen und das ist auch die Quelle, bei der das Project-Entwicklungsteam nachschaut, was denn ja die Benutzer gerne haben wollen und je mehr dort für bestimmte Funktionen Stimmen abgegeben werden, desto eher wird es auch eingebaut. Für den Anfang reicht es aber, weil ja wie gesagt, meistens macht man eine Ende-Anfangsbeziehung, sorry. Und was heißt jetzt umfangreiche Ressourcenplanung? Naja, im Moment ist es so, wenn wir nachher sehen, dass Sie auf einen Vorgang eine Ressource zuweisen können und die Zuweisung ist ganz oder gar nicht. Sie können keine Prozente eingeben, Sie können den Vorgang nicht strecken bei gleicher Arbeit und alle diese Dinge, die gehen nicht. Auf der anderen Seite ist es so, dass das ja genau das ist, was die Leute zum Teil in den Wahnsinn treibt, weil man den Vorgang verlängert in Project und aus den 60 Stunden, die da drauf waren, bei 10 Tagen, die man dann verlängert auf 15 Tage, ist auch plötzlich nicht mehr 60 Stunden, sondern sind halt entsprechend 90 Stunden draus geworden und das wollte man vielleicht gar nicht. Ah ja, stimmt, da hat man die Option umstellen müssen und so weiter. Ich glaube, da ist der eine oder andere im Auditorium vielleicht auch schon mal dran gescheitert oder vielleicht kurz vor der Verzweiflung gestanden. Und das wollte Microsoft nicht an dieser Stelle. Man wollte etwas Einfaches machen. Das war das Ziel, dass man Ressourcenmanagement natürlich auch anbietet, aber es sollte einfach sein. Okay, im Moment ist das Ergebnis eben, werden wir nachher gleich sehen, Tasks können mit mehreren Ressourcen belegt werden, aber Sie können da nichts einstellen. Also Sie können die Ressource drauf tun oder wegtun, eine zweite dazu tun, können sagen, wie viele Stunden die da arbeiten und das war es dann aber auch. Aktualisieren natürlich, klar, aber keine weiteren Einstellungen und das ist es, was ich halt unter einer einfachen Ressourcenplanung verstehe. Es gibt übrigens auch keinen zentralen Ressourcenpool, wo man die Kapazitäten der Leute hinterlegen könnte, sondern es ist wirklich mal eine ganz normale, einfache Ressourcenplanung. Ja, und jetzt haben wir was Rotes mittendrinnen. Co-Authoring, was ist das denn? Naja, wie der Name schon sagt, man kann zusammenarbeiten und zwar jetzt nicht, indem man sich in einen Raum setzt und über den Plan spricht, den einer von beiden am Bildschirm hat, sondern man kann tatsächlich, unabhängig davon, wo man ist, ist ja eine Online-Anwendung, kann man an demselben Plan arbeiten. Also wenn ich in einem ersten Teil des Planes arbeite und ein Kollege von mir in einem zweiten Teil des Planes arbeitet, dann muss man den wieder zumachen, einchecken, auschecken, gibt es alles nicht, sondern sie machen den Plan auf und arbeiten beide dran.
sind ein paar Leute im Auditorium, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, mein Gott, das ist ja der Wahnsinn, da kann man ja gegenseitig was überschreiben und ui, das will ich ja gar nicht. Es gibt aber auch eine ganze andere Menge Leute im Auditorium vermutlich auch, die sagen, hey, das ist ja cool, jetzt kann ich endlich gemeinsam an dem Plan arbeiten und mei, wir sind 2, 3, 4 Leute, die den Plan machen, wir werden uns das schon entsprechend ausmachen, wer welchen Teil editiert. Und im Zweifelsfall kann man auch mal den Teil des Kollegen ändern, weil man ja sowieso Schreiberecht hat. Vielleicht ist er gerade im Urlaub, vielleicht ist er gerade im anderen Meeting und kann nicht und ich weiß, was ich ändern möchte. Also ja, das wird so seine Vor- und seine Nachteile haben. Wie immer mit Funktionen, alles was da ist, muss man ja nicht nutzen, aber man kann es nutzen. Und das ist auf jeden Fall mal hier in Rot geschrieben, weil das ist mal echt was Neues und das ist etwas, ja, wo ich jetzt gerade sehe, dass ich hier das vergessen habe, das X wegzunehmen auf der anderen Seite. Project ist natürlich die einzige Applikation, die das kann. Das alte Project kann das ja gar nicht. Jetzt muss ich hier gerade mal live das raustun. Falls Sie sich gewundert haben, was daran neu sein soll, weil es das alte auch kann, das kann es natürlich nicht. Sorry for that, so schaut es aus. Also, das ist eine echt neue Funktion im neuen Project. Und wie gesagt, ich finde das ganz lustig, wenn man da gemeinsam dran arbeitet. Und wer es nicht braucht, muss es ja nicht tun. Schauen wir uns aber nachher an. Der Kollege ist bereit, wenn wir editieren, wird er mal schauen, was er parallel von einem ganz anderen Standort aus mitmachen kann. Na, dann haben wir noch ein paar andere Sachen wie Basispläne. Ja, die gibt es noch nicht im neuen Project. Benutzerdefinierte Felder. Na, das ist jetzt so eine Frage. Also eingebaut sind keine. Und die Nutzer von Project kennen das natürlich, also hier Project Online, da können Sie beliebig viele benutzerdefinierte Felder einbauen, auf Projektebene, auf Taskebene, auf Ressourcenebene und so weiter. Da kann man schicke Auswertungen machen, weil man die Projekte kategorisiert oder deine Tasks dazu schreibt, was weiß ich, was welche Art von Tätigkeit das ist und. Ja, wie ist das jetzt im Neuen? Das ist ja schon eine sehr wichtige Sache. Naja, ich habe gesagt, das Neue basiert auf CDS, auf dem Command Data Service. Und der Command Data Service erlaubt es Ihnen sowieso, komplett neue Tabellen parallel zu Ihrem existierenden Project anzulegen. Sie können dort also Tabellen anlegen, die neue Felder haben. Sie können überhaupt eine komplett neue, weiß nicht, Risikoliste anlegen oder eine Issue-Liste anlegen oder eine was weiß ich was Liste anlegen, eine Liste von sonstigen Tätigkeiten. I don't know. Das heißt, der besondere Vorteil der gesamten Umgebung von CDS ist, dass das eben keine starre Datenbank ist, so wie es in Project Online bzw. im Project Server ist, sondern Sie können selbst alles mögliche entsprechend dann Informationen über Entitäten, also sprich Datenbanktabellen, damit reinkriegen, die verknüpfen und in Ihren Reports auswerten bzw. auch über Power Apps Oberflächen dazu bauen. Das würde den Rahmen des heutigen Seminars sprengen. Wir werden da sicher nochmal ein extra Webinar anbieten, dass wir das mal auch mal zeigen, wie das geht. Heute wollen wir uns mal damit beschränken, zu sehen, was in der Schachtel ist und welche Reports auch mitgeliefert sind. Und ja, was gibt es noch? Zeitrückmeldung? Ja, wenn Sie Iststunden erfassen wollen, nächstes Thema, geht im Neuen auch noch nicht. Finanzplanung, es gibt keine Kostenfelder, Ressourcen haben dort keine Kosten derzeit. Planung von Risiken und Issues oder Problemen geht es auch noch nicht und Portfolio-Management in dem Sinne geht auch noch nicht. Was man aber machen kann, ist, man kann die Projekte natürlich in der Roadmap zusammenziehen. Das ist auch eine Webanwendung von Microsoft zum Thema Projektmanagement, wo man entsprechend übergeordnete Sichten von Projekten herstellen kann. Aber man kann dort nichts aktiv arbeiten. Also man kann dort nur Daten zusammenziehen und die entsprechend anzeigen. Aber Sie können nicht editieren. Tja, aber wenn Sie eben zum Beispiel eine Risks- und Issues-Liste haben wollten und die gibt es halt im Standard nicht, na, dann könnte man sich im CDS eine bauen. Und das Thema Ressourcenmanagement, Sie sind sich jetzt vielleicht vermissen, auch gepaart mit dem Thema Zeitrückmeldung. Ja, das sind Dinge, die über Dynamics 365 eigentlich schon bereitstehen, aber entsprechend noch richtig angekoppelt werden müssen. Das ist auch etwas, wo Microsoft schon dran ist. Das heißt, es wird natürlich ein umfangreiches Ressourcenmanagement geben und es wird auch daran gearbeitet, eines Tages eine Zeitrückmeldung zur Verfügung zu stellen, die ja so ähnlich wahrscheinlich ausschaut wie die aus dem alten Project Service Automation PSA für die Dynamics-User unter Ihnen. Das ist das, was mehr oder weniger da einfließen wird. Okay, jetzt haben wir uns lang genug die Tabelle angeschaut. Schauen wir mal kurz auf die Datenmengen. 500 Vorgänge können wir mal eingeben. Naja, 500 Vorgänge für ein großes Projekt sicher zu wenig. Ich meine, wir haben Kunden, die haben 5000 Vorgänge drinnen. Die Frage, ob das übersichtlich ist, aber ja. Wir haben auch Kunden, die haben noch viel mehr, aber gesplittet in Programmen und Teilprojekten und alles das. Das gibt es hier alles nicht. Also es gibt ein Projekt für sich, das hat nichts mit einem anderen Projekt zu tun. Es gibt keine übergeordneten Verknüpfungen im Moment. Also 500 Vorgänge ist pro Projekt das Maximum.
Ich würde mal sagen, die meisten Projekte haben eh weniger, also das sollte für die meisten vermutlich reichen. 20 Verknüpfungen pro Vorgang, also meine Güte, ich hoffe nicht, dass Sie so komplexe Pläne machen. Hoffentlich haben Sie einfachere Dinge, das sollte auch kein Limit sein. 600 Vorgangsverknüpfungen insgesamt, also 600 Vorgänger. 20 Personen pro Vorgang, auch das ist eine Zahl, die man hoffentlich nicht erreicht. Kollege Steffen Reister hat ja ein nettes Buch geschrieben über Project und predigt schon seit Jahren das Highlander-Prinzip. Falls Sie es noch nicht gehört haben, planen Sie bitte sinnvollerweise eine Person am Vorgang. Das macht einfach mehr Übersicht. Ist vielleicht einfacher im Planen, wenn man mehrere Leute auf einen Vorgang plant am Anfang. Aber wenn Sie anfangen, das Projekt zu verschieben und Sie wollen nur einen Teil verschieben, dann tja, ist es halt einfach besser, wenn man sowieso nur einen auf dem Task hat. Das ist schon immer so gewesen. Und 150 Personen insgesamt, naja, wenn ich nur 500 Vorgänge planen kann, ich glaube, das ist auch kein Problem. 10 Ebenen mit Sammelvorgängen, meine Güte, also ich glaube, das ist alles okay. Also das ist sicherlich eine Menge, wo man die meisten Projekte so mal prinzipiell unterbringen wird. Da habe ich jetzt keine Sorge, dass das nicht reicht. Genug gequatscht. Schauen wir uns die Demo an. Wie komme ich rein? Ich gehe ganz normal in den Browser und im Browser gehen wir hier auf, naja, ich mache es mal ganz schön zu Fuß, damit Sie es nachmachen können. Project.microsoft.com wird mir schon angeboten. Wenn Sie in O365 sind, können Sie es natürlich auch über das Menü auswählen, wenn Sie schon angemeldet sind. Ich muss mich hier nochmal anmelden. Und komme jetzt zu Project Home. Ja, das kommt immer zweimal. Und Project Home ist also dieses Zentrum von den Projekten, die ich schon mal geplant habe und wo ich dementsprechend auch neue Projekte planen kann. Und da habe ich hier oben meine Favoriten. Und einer meiner Favoriten ist hier die Demo Project for the Web. Mache ich doch direkt mal auf. Und da ist es. Ja, da ist es. Also es ist, wie erwartet, eine strukturierte Liste von Sammelvorgängen, Vorgängen und Meilensteinen. Also ja, ganz normal. Ich habe hier eine Tabelle mit ein paar Spalten, wo da vorne zum Beispiel auch eine Gliederungsnummer drinnen ist, wo dann hier als nächstes die zugewiesenen Personen kommen, wo hier der Starttermin und der Endtermin der einzelnen Vorgänge drinnen ist, wo die Dauer dazwischen ist, wo man Prozent erledigt sieht. Dann haben wir hier noch solche Sachen wie den Aufwand, den davon bereits erledigten Aufwand, den noch verbleibenden Aufwand und es gibt noch was Neues, die Spalte Bucket. Die Planner-User unter Ihnen kennen das vielleicht. Ein Bucket ist eine freie Möglichkeit, den Plan zu kategorisieren. Können wir nachher sehen, wenn wir auf das Board umschalten, dass wir nicht diesen Kategorien hier entsprechend unsere Vorgänge in einem Board gruppieren können. Und da steht noch Spalte hinzufügen. Ja, das klingt verlockend. Was haben wir noch nicht gemacht? Naja, die Verknüpfungen haben wir noch nicht drinnen. Abhängigkeiten, also abhängig von, also der vorhergehende, also der Vorgänger und abhängige, also der nachfolgende, sprich Nachfolger. Vielleicht fragen Sie sich, warum steht da jetzt nicht einfach Vorgänger und Nachfolger? Naja, Microsoft hat in Umfragen herausgefunden, dass Leute Schwierigkeiten haben anscheinend mit Vorgänger, Nachfolger und darum haben sie also hier den Text geändert, das heißt also abhängig von und abhängige. Muss man sich daran gewöhnen. Also wenn ich meine Vorgänger einblenden möchte, dann muss ich diese Spalte wählen. Und wenn ich meine Nachfolger einblenden möchte, dann muss ich die Spalte einblenden. Da steht jetzt aber leider Gottes nur der Name, nicht der Name, sondern nur die Nummer. Und sehen Sie das? Neue Spalte hinzufügen ist verschwunden. Warum ist es verschwunden? Wir haben alles am Bildschirm, was es gibt. Das war auch das Ziel von Microsoft, das sollte einfach sein. Ja, jetzt ist es genau so einfach, dass im Prinzip, ich habe hier einen Full-HD-Monitor, der auf ein bisschen kleiner eingestellt ist. Also ja, am FHD-Monitor sehen Sie vielleicht alles, auf dem 4K-Monitor sehen Sie natürlich alles. Aber ja, also, da gibt es jetzt nicht so die anderen 200 Spalten, geplanter Anfang, geplantes Ende, aktueller Anfang, aktuelles Ende und was weiß ich was alles, Percent Physical Complete, der ganze Earned Value Spaß, die Kostenspalten, das gibt es alles derzeit nicht. Aber es ist eine Version 1 und es wird schon kommen. Und in dieser Version 1 kann ich so mindestens mal gliedern, kann Leute zuweisen und kann das auch aktualisieren. So, soweit, so gut. Wie schaut das aus auf der Zeitachse? Gehen wir mal rüber, neue Ansicht. Also es gibt auch nur drei Ansichten. Die Zeitachse haben wir hier, kann man entsprechend zoomen in genau drei Schritten. Ich kann hier ein bisschen die Mitte blättern. Habe also hier eine Darstellung, wo man hier oben 23. September, 7. Oktober, 21.04. Also das heißt, das ist eine Beschriftung so im Zwei-Wochen-Rhythmus. Mal schauen, wie weit geht es grober. Jetzt habe ich also hier Monate angezeigt, September, Oktober und so weiter. Und immer wenn ich auf einen Vorgang zeige, sehe ich hier oben etwas detaillierter die Tage, an denen
der Vorgang läuft, beziehungsweise eben nächste Stufe werden hier so eine wöchentliche Darstellung, aber entsprechend mit der Beschriftung zweiwöchentlich, und dann kann man es noch ein bisschen feiner machen. Bleibt dabei, ich sehe jetzt jede Woche, und der Platzbedarf pro Woche ist etwas größer, aber die Skalierung hat sich jetzt nicht mehr geändert. So, gehen wir wieder zurück auf eine Übersicht, dass wir auch was sehen. Ja, meine Güte, man kann nach links blättern und nach rechts blättern. Da steht hier März ohne Jahreszahl. Da vorne steht auch März ohne Jahreszahl. Orientierung ist also Selbstverantwortung, sage ich jetzt mal. Man muss dann schon wissen, in welchem Jahr man ist. Es steht nicht dabei, ich kann hier keine Jahreszahl erkennen. Doch, da hinten kommt eine Januar 2020. Ah ja, am Jahresanfang steht es, genau, aber zwischen den Monaten steht es nicht. Schauen Sie genau, also es ist nicht da, man muss es nur finden. Ich denke mal, das wird noch sicherlich weitere Optionen auch geben, die Oberfläche zu verbessern. Sie werden sich vielleicht auch wundern, warum hier in der Spalte Name warum hier die Zeitachse weiterläuft. Also auch wenn man ganz nach links blättert, das bleibt dabei, die Überschriften gibt es hier nicht. Aber meistens ist klar, es ist der Name, das sind die Personen. Spaltenbreiten kann man ändern, indem man hier vorne das breiter macht. Und übrigens, das Unangenehme ist, dass die Spaltenbreiten leider nicht erhalten bleiben, wenn man das beendet und neu einsteigt. Aber wie gesagt, das ist eine erste nette Version, in der man schon mal sieht, dass es einen Balkenplan gibt, dass es einen verknüpften Balkenplan ja auch gibt, dass es eine Tageslinie gibt, Vorgänge entsprechend auch schon aktualisiert wurden. Und ich sage jetzt mal so, für einfache Pläne ist das sicherlich erstmal alles, was man braucht. Bevor wir jetzt anfangen, da Daten zu ändern und selber in die Details einzusteigen, haben wir noch ein Thema. Wenn ich hier direkt auf einen Balken zum Beispiel klicke, dann kriege ich hier rechts noch ein Blatt des Vorgangs dazu. Und in diesem Blatt habe ich letztendlich, unabhängig von der Ansicht, die ich wähle, alle Vorgangsspalten, also Felder letztendlich drinnen, also Anfang und Ende, Dauer, Prozent erledigt. Das Bucket kann ich auswählen aus einer Liste, da habe ich einfach mal nur zwei eingegeben, oder To-Do ist ein Bucket, das immer dabei ist. Und dann haben wir halt noch den Aufwand, der hier in Gesamtstunden, beziehungsweise was ist schon erledigt und was ist noch Rest dabei ist, können wir mal einen anderen Vorgang auswählen, wie den hier zum Beispiel. Da haben wir halt 40 Stunden erledigt, 40 Stunden Rest, gleich 80 Stunden Gesamt. Und was haben wir noch am Bildschirm? Unten drunter haben wir noch die Abhängigkeiten, also sprich hier abhängig von, sprich das sind die Vorgänger. Gut, steht ja auch vor dabei, also da gewöhnt man sich schon dran. Notizen könnte man oben noch eingeben, aber das war es dann auch. Mehr kann man im Vorgang nicht machen, hier oben gibt es drei Punkte, falls Sie dahinter mehr vermuten, ja gibt es, man kann den Vorgang löschen. Machen wir das mal wieder zu. Und schauen uns die dritte Ansicht an, nämlich Boards. Das heißt, wir haben jetzt eine Kombination von einer klassischen Zeitskala mit einem Board. Und es gibt ja nicht so viele Programme, die das beides können. Es gibt viele Programme, die können nur Boards. Es gibt viele Programme, die können nur Zeitachsen. Das neue Project ist eines der wenigen Programme, die beides können. Das heißt, wir haben jetzt die ganzen Tasks, die da vorher schon drinnen waren, mal sortiert in, nicht begonnen, in Arbeit und erledigt. Das heißt, diese Gruppe, die wir hier sehen, ist also nach Status. Man findet hier keine Bildlaufleiste auf der Seite rechts, also wenn Sie dann selber mal testen und Sie wollen hier rauf und runter blättern, wundern Sie sich nicht, Sie können hier nicht einfach die ganze Seite verschieben, Sie müssen auf die Reihe der Tasks gehen und hier erscheint die Bildlaufleiste und dann kann man aber auch nur die rauf und runter blättern, das ist ganz praktisch, weil dann bleibt der Rest nämlich stehen, das hat seinen Charme, nur man kommt vielleicht nicht gleich drauf, also ja, Sie suchen vielleicht die Bildlaufleiste auf der rechten Seite, Sie müssen sie da suchen, wo Sie blättern wollen, das ist irgendwie eigentlich auch intuitiv. Auch das ist ein Punkt, an dem man sich gewöhnt hat, und ich finde ihn auch sehr praktisch. Wie sieht so eine Karte aus? Die Karte ist eben der Name, das Bucket, das dabei ist. Wie viele Tage ist noch Rest dabei oder wie lange dauert der Vorgang insgesamt? In Wirklichkeit ist es 10 Tage null, weil es ein Meilenstein war, 100% fertig. Und wann das eigentlich fertiggestellt ist, also sprich das Enddatum. Und dann sieht man noch, welche Leute dabei sind. Könnt ihr auch hier direkt noch neue Personen dazu tun. Ich kann also hier direkt drauf gehen, kriege die Liste von Leuten, die in meinem Team sind. Und was kann ich noch machen in dem Board? Ich kann das ändern, ich kann es auf Abschlussdatum umstellen. Das heißt, ich habe Vorgänge, die vielleicht verspätet sind, aber ja, die erledigen interessieren mich dabei nicht, weil ja, die liegen natürlich in der Vergangenheit, okay, sie sind verspätet, aber sie sind eh fertig, also was soll's. Die sind standardmäßig eingeklappt, das ist ganz gut. Vorgänge, die heute laufen. Es gibt auch was heute läuft und schon erledigt ist, das ist auch gut, der ist mit seinen 10 Tagen drüber anscheinend. Und dann habe ich noch zukünftige Vorgänge, also ja, das heißt, das ist einfach eine Geschichte, wo heute in der Mitte steht, links die vorhergehenden, also die auf der Zeitachse links von uns liegen und rechts, die auch auf der Zeitachse rechts, sprich in der Zukunft von uns liegen. Dann haben wir noch einen dritten Punkt, wir können noch gruppieren nach Bucket. Bucket ist eben einfach was man selber eingeben kann. Ich habe mal gesagt, es gibt Bucket A und Bucket B, man könnte hier hinten natürlich auch noch ein
Bucket C dazu machen. Vielleicht ist es ein Programm, vielleicht ist es ein Sprint, den Sie einbauen wollen, vielleicht ist es ein Produkt oder ja, vielleicht sind es verschiedene Produkte, an denen Sie arbeiten, vielleicht sind es, ich weiß es nicht, Standorte, an denen Tasks gemacht werden müssen. Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es eine Sorte von Bucket, die Sie eingeben können und davon aber x-beliebig viele. Und das war es dann eigentlich auch von den Ansichten. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, dass es vorne eben ein Raster gibt nochmal. Das ist eine Tabelle, wo alle Felder von der Darstellung her möglich sind. Wir haben die Zeitachse, wo ein Teil davon dabei ist, nämlich Name des Vorgangs und entsprechend die Leute und rechts daneben die Zeitachse. Und die steht immer so da, dass das aktuelle Datum hier schön am linken Bildschirmrand ist, dass man nicht zu viel blättern muss. Und dann haben wir noch das Board eben entsprechend, wo wir drei Möglichkeiten haben, diese Tasks zu gruppieren. So, mal soweit ein Rundumflug. Was haben wir noch? Wir haben noch das Thema hier oben, die Gruppe, also sprich das Team. Also das Team von Ressourcen, das Sie ja, wenn Sie mit Project Online arbeiten, eben in der Liste der Ressourcen erstmal hinschreiben müssten oder wenn Sie mit einem Server verbunden sind, konnten Sie das Team ja aus dem Ressourcenpool zusammenstellen. Das ist hier anders. Sie haben das Thema, dass ein Projekt auf einer O365-Gruppe basiert. Das heißt, Sie können, wenn Sie ein neues Projekt anlegen, auch eine neue Gruppe erzeugen. Oder Sie weisen dieses Team entsprechend oder dieses Projekt einem entsprechenden Team, sprich einer entsprechenden Gruppe zu und haben dann alle Leute dieser Gruppe entsprechend als Ressourcen hier drinnen zur Verfügung. Das Entscheidende ist allerdings, dass Sie, wenn Sie jetzt neue Leute dazugeben, dass diese Leute in Wirklichkeit nicht nur in Ihr Team reinkommen, sondern, also nicht in Ihr Projektteam, sondern die kommen auch tatsächlich in diese Gruppe rein, die da dahinter liegt. Das heißt, wenn Sie da Leute dazufügen, ist es natürlich so, dass die O365-Gruppe erweitert wird und dementsprechend müssen Sie ein bisschen aufpassen natürlich, was diese Gruppe sonst noch alles darf, weil jeder, den Sie hier in ein einzelnes Projekt reinkriegen, der wird Mitglied eben dieser Gruppe und wenn diese Gruppe noch 10 andere Projekte hat, dann oder in Teams auch die ganze Gruppe letztendlich Zugriffsrechte auf bestimmte Informationen hat, dann haben sie da jetzt gerade mal ein neues Team-Member hinzugefügt. Und nicht nur für dieses Projekt. Also sie sollten sich vom Berechtigungskonzept immer im Klaren darüber sein, dass jeder, der in der Gruppe ist, wo dieses Projekt zugeordnet ist, dieses Projekt auch sehen und editieren kann. Es gibt zwar einen Owner, den man einstellen kann, aber es ist so, dass dass alle Gruppenmitglieder letztendlich da berechtigt sind. Es gibt keine weitere Unterscheidung, dass Sie sagen, der eine darf und der andere darf nicht, sondern das dürfen immer alle alles. Jetzt editieren wir doch mal kurz was, oder legen wir doch mal ein neues Projekt an. Wie machen wir das? Gehen wir zurück auf unseren Start. Ich klicke hier oben auf neues leeres Projekt und klicke hier auf den Namen des Projektes, das derzeit umbenannt heißt. Ich sage einfach mal, das heißt WebinarJS. Ich bin dann natürlich als Ersteller schon mit dabei. Das Projekt beginnt, wir wollen es nächste Woche beginnen lassen, am 18. Und viel mehr kann ich hier oben nicht einstellen. Ich kann mich natürlich rausschmeißen als Projektmanager, kann wen anderen dazunehmen oder wen anderen an meiner Stelle setzen letztendlich. Ich kann hier oben natürlich auch meine Gruppen oder meine Gruppe auswählen und wähle hier eine Gruppe aus, wie zum Beispiel die hier. Sag hinzufügen, kriegt damit vier Gruppenmitglieder rein. Sie haben vorhin gesehen, ich habe den Herrn Henkelmann dazugebracht, der war vorher nicht drin, es waren nur drei Leute drin, der ist jetzt tatsächlich in dieser Gruppe drin. Also ich mache jetzt gerade ein neues Projekt und diese Person, die ich zwar eigentlich für das alte Projekt dazugenommen habe, ist in der Gruppe, und sieht damit jetzt alle Projekte, wo die Gruppe zugewiesen ist. Das hat viele Vorteile, aber Vorsicht, falls Sie eine restriktivere Zugriffsberechtigungseinstellung haben wollen, dann müssen Sie da ein bisschen aufpassen. So, jetzt mache ich hier einen Sammelvorgang. Hinklicken wäre nicht schlecht, bevor ich tippe. Sammelvorgang, wir machen das jetzt mal ganz platt. Macht darunter einen Vorgang 1 und einen Vorgang 2. Und möchte die auch einrücken. Und einrücken geht hier zum Beispiel mit den drei Punkten. Da steht hier in Teilaufgabe umwandeln, dann ist es runtergestuft. Schön ist allerdings auch, dass die Tastenkürzel funktionieren. Alt-Shift-Cursor nach rechts, falls Sie es noch nicht wissen, geht auch in anderen Office-Applikationen. Damit kann man hier auch Vorgänge unterordnen. Und was haben wir noch? Vorgang 3. Und dann mache ich jetzt noch einen zweiten Sammelvorgang. Sammelvorgang B, sage ich jetzt mal. Den stufen wir wieder hoch.
über die Tastatur, Alt-Shift nach links. Den da hier oben ändern wir noch um, also kann auch jederzeit hinklicken, Leerzeichen und A dazu machen. Dann haben wir hier dazwischen vielleicht noch, wie schaut es aus, Aufgabe einfügen, wo passiert das? Das passiert oben drüber, wunderbar, machen wir noch einen Meilenstein A dazu und so weiter. Das heißt also, ja, man kann hier ganz normal gliedern, macht da unten dann weiter. Vorgang 4 and so on, kann man wieder einrücken. Und naja, bei dieser Vorgang 4 und der weiteren Vorgehensweise hier unten, sage ich jetzt einfach mal, das interessiert mich jetzt nicht wirklich, das selber aufzuplanen. Ich habe dann nämlich mit meinem Kollegen Steffen Reister vereinbart, dass der hier parallel mal weiterarbeitet. Ich hoffe, er tut es im Hintergrund, ausgemacht hätten wir es uns. Ich arbeite in der Zwischenzeit an meinem Plan hier oben weiter und er fängt schon an herumzurücken. Und sagen wir mal hier oben, die Dauer ist irgendwie 10 Tage. Ich habe hier nochmal 5 Tage, habe hier nochmal 10 Tage und sehen Sie was? Ich editiere hier oben meine Dauer und während da unten entsprechend ein Untitled Task schon mal erschienen ist, den habe nicht ich geschrieben, da hätte ich ja mit dem Cursor mal hin müssen, oder? Also ich kann es nicht gewesen sein. Meilenstein natürlich 0 Tage Dauer. Und schauen wir mal, was fällt Herrn Reister sonst noch ein? Also ich muss jetzt gar nichts tun. Ach, er hat mich zugewiesen. Das ist danke, dass du mir einen neuen Vorgang gibst, den ich dann auch machen darf. Das ist sehr nett von dir. Das kann ich allerdings auch. Dann machen wir es doch so. Du machst meine Sachen, okay? Nehme ich die hier zum Beispiel. Und dann mache ich auch gerne deine Sachen. Machen wir das so. Wie sinnvoll das ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber Sie sehen auf jeden Fall, was möglich ist. Und so ist es aber für den Meilenstein, dass am Ende alles fertig ist, das mache ich dann schon selber. Also da möchte ich dann wieder verantwortlich sein. So, also ich editiere einfach munter drauf los. Der Kollege editiert auch munter drauf los. Und je nachdem, was er sonst noch macht, erscheint das alles hier. Und das ist einfach ein wirklich neues Feature, das es vorher nicht gegeben hat. Das ist etwas, auf das viele Leute lange gewartet haben, dass man gemeinsam an einem Plan arbeiten kann. Und jetzt ist es da. Falls Sie jetzt allerdings fragen wollen, wo steht denn jetzt bitte genau, wer wann was zuletzt editiert hat, Fehlanzeige. Also noch steht es nicht drinnen. Ich vermute mal, dass es intern im System schon irgendwo gespeichert wird, aber in der Oberfläche kann man es derzeit natürlich, was heißt natürlich, also man kann es noch nicht ablesen, aber ich gehe mal davon aus, dass das eines Tages noch reinkommt. Man kann es auch nicht verhindern, also wenn Sie als Gruppenmitglied wo dabei sind, dann ist es derzeit eben so, dass Sie sowieso editieren dürfen. Also wenn Sie wollen, dass andere Leute nicht editieren, dann müssen Sie denen auch einfach das sagen, bitte tut's halt nicht. So, ist eine Version 1. Was soll's. So, Zeitachse, wir müssen verknüpfen und dann wollen wir noch ein bisschen aktualisieren und dann haben wir es eigentlich auch schon wieder. Ich nehme die Zeitachse jetzt hier ein bisschen grober und schauen Sie mal, wenn man jetzt hier drauf zeigt, dann findet man hier am Ende diese Punkte vorne und hinten. Wenn ich da drauf klicke, dann zeigt er automatisch an, was ich verknüpfen könnte. Ich kann also nur von diesem Ende auf den nächsten Anfang gehen und funktioniert natürlich auch sofort. Ich kann von dem dann wieder auf den nächsten gehen und ich kann auch von dem da wieder auf den Meilenstein gehen. Und jetzt zeige ich Ihnen mal was anderes. Jetzt nehme ich mal diesen Anfang und jetzt werden mir die Enden angezeigt. Jetzt ziehe ich zwar von hier nach oben, aber es entsteht jetzt trotzdem eine Ende-Anfangsbeziehung von oben nach unten. Also es gibt nur Ende-Anfangsbeziehungen, auch wenn Sie am Anfang beginnen können. Es ist eben so, dass die da unten entsteht. Und haben Sie mich gesehen, dass ich die letzte Verbindung hier gemacht habe? Also ich habe es nicht gemacht. Danke Steffen, dass du es gemacht hast. Also man kann auch in der Zeitachse gemeinsam arbeiten, das heißt, wir können hier wirklich munter drauf los gemeinsam unser Projekt bestreiten. Jetzt zeige ich Ihnen noch Folgendes, ich schiebe das Projekt ein bisschen in die Vergangenheit, damit wir hier auch ein bisschen tatsächlich alte Daten eingeben mit Aktualisierung und damit wir hier noch ein bisschen Farbenspiel reinkriegen. Das heißt, ich schiebe das Projekt jetzt einfach mal um, 18. Ich schiebe es ein bisschen nach hinten, dann ist es dort. Und das mache ich deshalb, weil ich bei diesem Task, wenn ich den mal auswähle, da sehen Sie schon, da ist ein gelber Endtermin drinnen. Die Farbe kommt daher, dass man jetzt also demnächst was tun sollte. Es sind übrigens auch Stunden drauf. Wir haben ja Ressourcen zugewiesen. Schauen Sie mal, der Vorgang dauert 10 Tage. Es sind dadurch automatisch 80 Stunden Gesamtarbeit draufgekommen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe davon schon ein bisschen was erledigt, nämlich zum Beispiel 60 Stunden, dann wird das entsprechend vorne abgezogen. Es sind noch 20 Rest und der Gesamt ist natürlich auf 80 geblieben. Sie sehen noch hier den blauen Balken dazu. Falls Sie erwarten, dass man das hier entsprechend editieren kann von der Aktualisierung her, nein, das geht nicht. Mit diesen Pfeilen hier kann ich lediglich den Vorgang selber verändern. Das heißt, ich kann seine Dauer ändern oder ich kann auch seinen Anfang verschieben, je nachdem, in welche Richtung man das macht. Ja, der springt ein Stück nach hinten.
aber ich kann nicht Prozent abgeschlossen hier entsprechend mit reinbringen. So, auf jeden Fall, was ich machen wollte, ist, dieser Endtermin erscheint jetzt rot und zwar deshalb, weil sein Ende in der Vergangenheit liegt. Also ja, ich weiß, dass der zu spät ist. Wenn ich jetzt entsprechend in das Raster zurückschaue, wo ich ja keine Zeitachse so schön am Bildschirm habe, aber die Spalte am Endtermin zum Beispiel einblende, dann werden Sie auch sehen, dass der hier als roter Text dargestellt wird, einfach als Hinweis, hallo, der ist in der Vergangenheit, den sollten wir jetzt dann langsam mal fertig machen. Wie schaut es im Board aus? Da ist er genauso drinnen. Also Sie sehen immer wieder verspätete Vorgänge an der roten Farbe und das finde ich schon sehr gut als Hinweis. Ja, kann man noch was machen? Mit der Aktualisierung war es das eigentlich schon. Also man kann hier nicht wirklich viel mehr tun. Ich kann natürlich die Reststunden nochmal ändern. 28 war okay, aber leider Gottes haben wir erkannt, dass wir doch noch mehr machen müssen. Wir haben 40 Reststunden, macht 100 in Summe, 60% sind geblieben, aber entsprechend sind 12,5 Tage draus geworden. Das heißt also, es ist tatsächlich so, dass über einen 8-Stunden-Tag immer im Kreis gerechnet wird. Das heißt, die Dauer über die Anzahl der Personen, die zugewiesen sind, geht letztendlich ein in die Stunden und je nachdem, wie viel davon erledigt ist, haben sie dann entsprechend in erledigt bzw. in Reststunden. Schauen wir uns das an einem letzten Vorgang noch ganz kurz an, hier unten. Das heißt, ich möchte hier bei diesem einen Vorgang eine zweite Person draufbringen. Da sind 40 Reststunden drauf. Der Kollege Reister darf mir hier auch nochmal helfen. Das Ergebnis ist, die 5 Tage sind geblieben, aber wir haben jetzt 80 Stunden gemeinsam. Also 5 Tage mit 2 Leuten sind nochmal 80 Stunden auf einer Basis von 8 Stunden pro Tag. Und fertig ist die Laube. Ja, ich würde mal sagen, das ist mehr oder weniger das, was man machen kann. Man kann strukturieren, man kann Meilensteine eingeben, man kann die Dauer eingeben, man kann den Anfang auch direkt eingeben. Klar, natürlich, Sie müssen nicht verknüpfen. Sie können die Vorgänge auch per Hand irgendwo hinschieben, aber natürlich können Sie sie verknüpfen mit einer Ende-Anfangsbeziehung, können die Vorgänge danach noch aktualisieren und ein bisschen mit Ist- und Reststunden hantieren, wie es entsprechend ist. Aber was Sie eben, wie vorhin schon gesagt, nicht machen können, ist, dass Sie jetzt hier 10 Tage draus machen und damit aber trotzdem bei 10 Stunden bleiben wollen. Also das funktioniert nämlich nicht, sondern wenn ich jetzt hier 10 Tage draus mache, Achtung, dann haben wir 160 Stunden. Also das ist eine komplett feste Verknüpfung und wenn ich hier oben 10% eingebe, dann habe ich dementsprechend auch 16 Stunden von den 160 und 144 Rest. Also das ist eine komplette Berechnung im Kreise und naja, das war es erstmal, würde ich sagen. Das heißt also, wenn Sie ein einfaches Tool suchen, dann haben Sie ein einfaches Tool gefunden. Und wenn Sie jetzt noch die Frage haben, und kann ich das auch irgendwie besser auswerten, als dass es am Bildschirm ist, dann schauen wir jetzt noch mal ganz kurz 2 Minuten in das mitgelieferte bzw. von Microsoft kostenlos zur Verfügung gestellte Report Pack. Das heißt, ich gehe hier mal in Power BI rüber und habe hier diverse Projekte schon drin. Das heißt, es gibt ein Portfolio-Dashboard, wo hier die Liste meiner Projekte drinnen ist, die entsprechend hier in Progress oder eben noch nicht gestartet sind. Schauen wir mal, Klick, welche sind denn noch nicht gestartet, dann wird hier unten entsprechend drauf gefiltert oder ich gehe nochmal drauf, dann kriege ich entsprechend wieder alle. Oder ich habe hier drüben Projects bei Project Manager, also wo ist denn Herr Reister, der Projektleiter, dann sind es die hier, wo sind meine Projekte, dann sind es die hier. Das heißt also, Sie haben hier eine wunderbare Möglichkeit, einfach mal auf einen Überblick zu haben. Von ganz oben einfach mal drauf zu schauen. Wir haben auch noch ein paar Anzeigen hier daneben. 294 Stunden sind geleistet worden, 493 Stunden remaining aus 5 Projekten und so weiter. Das ist ein Report Pack, das mitgeliefert wird. Und schauen Sie, ich bin hier im Prinzip im Editiermodus. Ich könnte das jetzt auch alles editieren, also nichts Starres. Also klassisch Microsoft. Das ist ein Template, das Sie selber anpassen kann. Das ist wirklich, wirklich toll. Es gibt auch ein Portfolio für die Timeline, das heißt, es wird hier entsprechend hier auf einer Zeitachse die Liste der Projekte dargestellt. Es gibt Meilensteine und so weiter. Das heißt einfach eine Multiprojektbetrachtung, was denn bei Ihnen so drinnen ist, welche Meilensteine sind entsprechend wo drinnen, Upcoming Milestones, also welche hier in den nächsten 30 Tagen sind zum Beispiel oder welche in den letzten 30 Tagen waren. Wenn Sie da andere Einstellungen haben wollen, dann ändern Sie halt selber einfach den Filter. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung nach rechts, dann schauen wir uns nochmal kurz auf die Ressourcen. Wo sind die? Resource Dashboard, nehmen wir das da. Das heißt, wir haben hier entsprechend die Ressourcen, die dabei sind, habe entsprechend die Projekte, an denen die Leute arbeiten, sehe hier oben, wie viel die Leute arbeiten. Ich sehe zwar nicht, wann sie es tun, aber entsprechend, wie viel sie es tun, beziehungsweise wie viel davon entsprechend schon erledigt ist und was noch offen ist. Habe hier drüben natürlich auch wieder mal die Möglichkeit zu filtern. Schauen wir mal, was Herr Reister denn so macht. Klicken wir ihn doch einfach mal an.
Dann sehe ich unten noch, an welchen Projekten er mitarbeitet und an welchen er entsprechend nicht mitarbeitet und so weiter. Welche Tasks gibt es bei den Leuten, die entsprechend overdue sind, also sprich, die verzögert sind. Könnte ich mir noch anschauen, in welchen Projekten ist das, beziehungsweise welche Personen sind davon betroffen and so on. Letzte Geschichte ist, es gibt noch eine Übersicht für mich selbst, also My Work zum Beispiel. Jetzt auf My Work gehe, kriege ich genau das, was für mich entsprechend drinnen ist. Das heißt, das sind alle meine Projekte. Aha. Ja, da ist irgendwas passiert im Hintergrund. Auf jeden Fall ja, das ist sind meine Aufwände, die ich machen müsste. Das sind die Projekte, an denen ich mitarbeite. Ich habe hier die on track, die spät sind und so weiter. Ja, eine ganze Menge Tasks, die ich also schon längst mal hätte fertig machen müssen. Die sind overdue, 18 Stück und so weiter. Also ja, das heißt, das ist eine Power BI-Auswertung, die entsprechend kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Und dementsprechend ja, nehmen Sie, wie sie ist, oder passen Sie das Ding entsprechend selbst an. Und was ich Ihnen jetzt als Abschluss noch zeigen möchte, wenn Sie die Daten auch natürlich noch weiter editieren wollen, weil hier vorne die Project Timeline, da ist es zwar schon so, dass entsprechend mehrere Projekte oben drüber, also dass mehrere Projekte dargestellt werden mit Tasks, beziehungsweise hier vorne in der Portfolio-Timeline werden einzelne Projekte als einzelne Zeilen dargestellt. Was Sie aber nicht machen können, ist, dass Sie hier anfangen zu editieren und das Projekt zu verschieben und vielleicht das Ressourcengebirge entsprechend anpassen. Da machen wir jetzt einen zweiminütigen Ausflug in die Möglichkeit, was man sonst noch daraus machen kann. Und Sie kennen uns ja auch als Toolhersteller, der eine ganze Menge andere Tools noch hat. Und nur mal ganz kurz reingeschaut in den Portfolio Manager, bei dem wir Daten aus verschiedensten Systemen zusammenbringen können. Und dort kann man sie entsprechend auch bearbeiten. Das heißt, ich zeige jetzt einfach mal, dass wir natürlich darauf vorbereitet sind, dass wir mit dem neuen Projekt arbeiten. Und sagen wir mal, wir haben ein Portfolio, das wir bearbeiten wollen, wo verschiedene Ressourcen aus verschiedenen Systemen drinnen sind, nämlich aus unserem aktuellen Microsoft Project. Vielleicht haben wir in Jira noch Planungen, vielleicht auch in SAP. Und jetzt mache ich einfach mal so ein Szenario auf, zu sehen, was da drinnen ist. Und dann laden wir die Daten aus dem neuen Project for the Web entsprechend nach. Das heißt, unser Ziel ist hier, Projekte entsprechend so zu verschieben, dass sie hier unten Überlasten entsprechend wegkriegen. Das heißt, wir haben vielleicht ein paar neue Projekte drinnen und das Ziel ist, dass hier unten die roten Teile von der Überlastung unserer Consultants und so weiter weggeht. Und dementsprechend können wir hier ganz einfach Projekte anfassen und die mit einer Baseline versehen, beziehungsweise die dann auch auf der Zeitachse immer verschieben, wie zum Beispiel, ich mache mal alles 3 Monate nach rechts, dann soll es da unten, na wunderbar, schon viel grüner sein als vorher. So, das mache ich aber vielleicht in der Firma über verschiedenste Bereiche, das heißt also, wenn Sie ein Project Online haben, vielleicht haben Sie einen Project Server, vielleicht haben Sie das neue Project for the Web und noch andere Quellen, dann können wir die alle entsprechend zusammenziehen und was wir hier jetzt noch machen ist, wir holen uns die tatsächlich aus dem neuen Project raus, das heißt Sync with Modern Project, das war einmal der Codename, wie es früher war, das heißt, wir holen uns jetzt live aus der neuen Umgebung die Daten ab und dann kriege ich entsprechend die auch noch mit rein, einfach nur damit Sie wissen, dass wir hier natürlich einen Datenpool haben, den wir komplett von oben bis unten benutzen können. Das heißt, ich schaue jetzt hier mal rein und habe hier ein neues Portfolio mit. Wo ist es? Da oben ist es, dass wir live reingeladen haben, wo diverse Leute drinnen sind. Da bin jetzt mal ich drinnen und Herr Reister und Herr Hespe und ein paar andere. Wir haben jetzt hier vorher nur ein Projekt gesehen. Gehen wir jetzt mal nicht im Detail drauf ein, aber auf jeden Fall, ja, da gibt es natürlich auch was zum Ausgleichen, da ist auch was rot und das können wir jetzt entsprechend weitermachen. Also CDS als Datenbasis ist wie immer bei Microsoft komplett offen, können andere Leute mitbenutzen, kann man reinschreiben, kann man rauslesen und so weiter. So, ich habe gehört, es gibt ein paar Fragen, dann schauen wir doch mal, ob wir die beantworten können. Da hätte gerne noch jemand ein, zwei Sätze zu Roadmap. Lässt sich Project in Roadmap integrieren? Ja, Sie haben es ja gesehen am Bildschirm, meine Güte. Ich habe die Roadmap geöffnet und habe das hier ausgewählt, Webinar JS, das war das Projekt von vorhin. Verbinde das einfach und kann jetzt hier nochmal sagen, was ich aus diesem Projekt entsprechend haben möchte. Und kann sagen, ich nehme den ersten Sammelvorgang und den Meilenstein und Gutes. Dann sollte das hier drinnen entsprechend erscheinen. Da ist es. Nächste Frage ist, lässt sich das neue Project in Teams integrieren?
Ja, gut, dass Sie fragen. Teams, mache ich doch mal kurz Teams auf. Ich habe hier ein Team, das Team PDM, wenn Sie sich erinnern, hatte ich hier vorhin entsprechend verwendet. Da waren ein paar Leute drinnen und ich habe hier oben einen Plan aus Project einfach ganz normal verknüpft. Das heißt, ich habe einfach einen, ja, habe mir den Weblink rauskopiert und habe dementsprechend dieses Projekt, das war das erste, wo wir uns angeschaut haben, was denn so drinnen ist. Diese Demo for the Web habe ich entsprechend hier mit drinnen. Das heißt, ich kann in Teams natürlich letztendlich jedes Browserfenster oder alles, was ich über eine URL erreichen kann, über die Einbindung der Webadresse anzeigen. Was aber mit Berechtigung im Hintergrund automatisch ja schon passiert ist, dass die Leute, die in diesem Team sind, ja auch in diesem Team von dem Projekt ausgewählt wurden und dementsprechend ja, würde man jetzt dann auch die Kommunikation zu diesem Projekt hier entsprechend ablegen. Was nicht automatisch passiert ist, dass es von hier aus gestartet werden kann. Also Sie können jetzt nicht hier reingehen und einen neuen Tab dazu tun und den zum Beispiel mal nach Project durchsuchen. Und ja, wie man sieht, da gibt es noch keine neue App, die hier direkt in Teams integriert ist, sondern es müssen ganz normal sagen, hier eine Webseite, kopieren die URL und dann haben sie es halt hier mit drinnen. Das heißt, im Hintergrund sind die verbunden über die Teammitglieder, aber in der Oberfläche muss man es ganz normal als Webseite einbinden. Können natürlich auch ihre Berichte reinbringen, also auch nur eine Webseite. Nächste Frage. Ist eine Integration zwischen Microsoft DevOps und Project geplant? Weißt du da was? Ich weiß nichts davon, dass das geplant wäre. Im Partnerbriefing von vor 2 Wochen ist davon auch nichts berichtet worden. Wie gesagt, Microsoft wird versuchen, möglichst viele neue Funktionen einzubauen, aber sie können natürlich mit Flow, was nicht mehr Flow heißt, sondern Power Automation mittlerweile, können sie Verbindungen natürlich herstellen in der Weise, dass Tasks hin und her geschoben werden oder auch dass ja, diverse Informationen, die man halt braucht, beziehungsweise die natürlich auch über die Konnektoren in Power Automation, dass man da Daten transferiert. Da geht jetzt nicht alles, aber da geht schon was. Aber halt eben entsprechend über den Hintergrund. Und das ist generell die Antwort auf viele Fragen, die Sie vielleicht zur Integration stellen, dass Microsoft mit Power Automation natürlich versucht, sehr viele verschiedene eigene Produkte und auch andere entsprechend zu verbinden. Und da geht eine ganze Menge. Aber vielleicht noch nicht alles, aber wenn Sie eine generelle Verbindung ansonsten suchen in der Projektmanagement-Welt, die Firma TPG aus München ist die, glaube ich, hat ein Produkt, das heißt PS-Link, und mit dem lässt sich so gut wie alles verbinden, was zum Thema Projektmanagement auf dem Markt ist. Und falls es also da nicht geht, fragen Sie uns, vielleicht können es wir. Gut, dann kann man Projektpläne aus dem Project Client in das neue Project importieren. Nein, können Sie nicht. Ganz einfach, es ist keine Schnittstelle da. Ja. Es ist ganz, ganz seltsam. Und übrigens, falls Sie sich das anschauen und in Dynamics schon mal drinnen gewesen sind, dann haben Sie vielleicht diesen Button schon entdeckt, dass das theoretisch gehen müsste. Und stellen dann aber fest, dass es doch nicht geht. Ich zeige es Ihnen ganz kurz. Da kommen wir jetzt ein bisschen unter die Motorhaube. Und wenn man da auf Project geht, dann ist es so, dass wenn ich hier ein Projekt auswähle, Projects, Demo for the Web. Und jetzt kommt hier ein Open in Project. Soll ich mal draufklicken? Ich klicke mal drauf. Dann passiert bei Ihnen genau das gleiche wie bei uns, nämlich nichts. Also warum auch immer der Button da drinnen ist, ja, ich kann mich da noch 5-mal anmelden, es kommt dann gleich eine 404-Meldung, glaube ich, oder eine 403. Also ja, der Button tut nichts und wie gesagt, es war im Gespräch, dass das angeschlossen werden soll. Es wird nicht angeschlossen und es gibt derzeit auch keine Möglichkeit, das reinzubringen. Aber muss ich mich wiederholen, wir haben ein Produkt, das heißt PS-Link, das kann Project-Client-Daten auslesen und damit bringen wir das natürlich rein. Das heißt, es geht, dass wir im Project-Client, also sprich alles das, was Sie in Ihrem Project-Standard sogar haben, können wir mit PS-Link auslesen und können das entsprechend da reinschreiben, können es nach SharePoint reinschreiben, können es nach keine Ahnung wohin schreiben, egal wo Sie wollen. Also ja, wir kriegen es rein, aber aus der Schachtel geht es nicht. Okay, dann gibt es mobile Apps für iOS, die auf Project for the Web zugreifen können. Eine App gibt es nicht, aber die Seite ist einigermaßen responsive. Also das heißt, man kann das
Also auf dem Tablet auf jeden Fall ganz gut benutzen. Eine App gibt es derweil noch keine, aber es ist sowohl auf Android als auch auf iOS, wie gesagt, einigermaßen benutzbar. Ich habe ein Note 9, also das ist schon ein relativ großes Display mit, was hat das, 6 Zoll, glaube ich. Da kann man im Querformat tatsächlich einen Balkenplan schon mal anschauen. Mit dem Editieren ohne Stift wird es ein bisschen schwierig, aber auf dem Tablet geht es auf jeden Fall. Und dann die letzte Frage, was bedeutet die Aussage vom Project Online umsteigen auf Plan 3 ist möglich, aber Datum nicht bekannt? Das war ganz zu Anfang von dir genannt. Man könnte es doch heute schon kaufen, oder? Ja, kaufen können jetzt natürlich. Schauen wir nochmal kurz da rein. Also es geht ja darum, das Project Plan 1 gibt es heute. Wenn Sie die Lizenz schon haben oder auch die da, dann ist die hier vorne mit dabei. Wenn Sie jetzt nur die neue kaufen, dann können Sie die anderen nicht benutzen, sondern nur das neue. Kostet ja auch viel weniger. Das ist auch kein Project Client dabei. Der ist hier übrigens voll dabei. Das heißt also, Project Desktop Client ist bei Online Professional und Online Premium dabei. Und das, was ich mit Umstieg meinte, ist, dass wenn das Project Plan 1 oder eben das neue Microsoft Project, wenn das eines Tages mehr Funktionalität hat, dann wird Microsoft wahrscheinlich anbieten, dass derzeitige Project Online-User technisch gesehen ihre Daten in das neue Microsoft Project migrieren können. Das ist im Gespräch. Wann das eines Tages kommt, kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß Microsoft selber auch noch nicht, aber man ist dabei, sowas natürlich anzubieten. Oder sowas ins Auge zu fassen, es jemals anzubieten. Ich hoffe, sie tun es dann auch. Aber im Moment geht das noch nicht. Und ich glaube, das wäre auch ein bisschen komisch, weil sie können ja in Online Professional beziehungsweise also generell im Project Online viel mehr machen, als das derzeitige Project kann. Das heißt, wohin mit all den Daten, die sie dort nicht unterbringen, die müsste man dann alle automatisiert in neuen Entitäten in CDS ablegen und Power Apps oben drüber legen. Und das ist derzeit eher eine Partner-Opportunity. Also wenn Sie da was ausbauen wollen, was es noch nicht gibt, kann man das machen. Aber wir können es nicht von draußen rein migrieren im Moment. Wie geht es mit Project Online weiter? Wird Project for the Web Project Online ersetzen? Das ist das erklärte Ziel von Microsoft. Natürlich macht es keinen Sinn, zwei Tools parallel in Vollausbau zu betreiben, ist eh klar. Aber es gibt null Information darüber, wann das jemals abgeschaltet wird. Wie gesagt, es macht keinen Sinn, es abzuschalten, wenn die Funktionalität des neuen nicht gut genug ist, um aktuelle Kunden auch abzuholen. Man möchte die natürlich auf gar keinen Fall verlieren. Und da können Sie sich, glaube ich, auch darauf verlassen, dass Microsoft da wirklich dahinter ist, dass die so lange parallel betrieben werden, solange der Funktionsumfang bei dem neuen noch nicht so gut ist wie beim alten. Aber es hat sicher ein Ablaufdatum, weil ich meine, welcher Betreiber betreibt zwei mehr oder weniger Themen in gleiche Programme? Aber die neue Welt ist eben entsprechend CDS und eben nicht SharePoint, und das ist eigentlich der Haupthintergrund. Der Betrieb von Project Online mit SharePoint ist natürlich auch dementsprechend teuer für Microsoft selber, weil ein kompletter SharePoint dahinter hängt. Und auf der anderen Seite ist aber eben die neue Welt nicht in SharePoint die ganzen individuellen Änderungen einzubringen, sondern sie eben entsprechend in CDS zu machen, wo ja auch schon CRM, also Microsoft CRM, Microsoft Dynamics und andere Programme ihre Daten beherbergen. Und dementsprechend ist eben das Ziel, die Applikationen so zu gestalten, dass sie alle letztendlich im selben Daten Bergen, das sage ich jetzt einfach mal, ihre Daten ablegen und dort natürlich Verbindungen sehr viel einfacher gemacht werden können als Verbindungen raus aus CDS rüber in die SQL-Datenbank, wo Project Online seine Daten ablegt und wo der Service innerhalb von SharePoint gehostet ist. Also das ist natürlich ja relativ komplex und schwierig, dort ranzukommen. Und im neuen CDS, wie gesagt, wir werden ein Webinar dazu am Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich mal anbieten. Termin steht noch nicht fest, aber das ist etwas, was natürlich ständig gefragt wird, wie passt man das dann an? Und dann werden Sie sehen, wie einfach das ist und was man da alles machen kann. Und das ist wirklich um Klassen einfacher als das, was in SharePoint heute geht.